Im Anfang war das Licht. Und dieses Licht bist auch du. Du. Ich bin hier in einem Vorort von Bern, und zwar in Hinterkappelen. Und wir werden jetzt gleich schauen im Studio von Moritz Schneider, die Art und Weise, wie er eine Meditation zusammenbaut. Ich bin ganz gespannt, wie der Komponist himself, der große Maestro, arbeitet. Kommt mal mit, hin da rein. Das ist James Bond. James Bond, ja. Angehaucht und dann noch mit dem Dur-Auflösung und nochmal Dur-Auflösung. Und dann haben wir den Teil, wo wir... Jetzt erzähl mir mal, wie kommst du da drauf? Kommt das einfach so aus der Luft zugeflogen? Zum Glück kommt das einfach so angeflogen. Das ist wunderschön. Genau. Also das Thema war ja, dass wir gesagt haben, wir machen was für den Drachen. Ja, und jetzt, wie kommen diese Töne da rein? Die Töne, das ist das Schöne am Kreieren einer Musik, die kommt im Idealfall einfach angeflogen. ich nenne das eben, das ist wirklich eine Form von musikalischem Channeling. Einfach wirklich sich einlassen auf das, was kommt, wenn man in diese Energie geht. Und das war jetzt eben diese Abfolge hier, fand ich einfach so, die hat so eine erdige Power. Mhm. Und ich wusste aber dann auch, dann haben wir so diesen leichten Teil, wo man dann auch Gesänge drüberlegen kann. Genau, das war schon im ersten Bild schon drin, oder wie? Ja, genau. Also ich höre es natürlich immer schon farbiger oder kompletter. Das ist dann eigentlich meine Pianoskizze. Und dann weiß ich eben, jetzt wäre es aber ganz schön, wenn wir aus diesem Teil rausgehen und eben ein Chorsatz kommt und der macht dann. Was heißt Chorsatz? Das heißt, wir machen das dann tatsächlich mit Chor. Und das habe ich aber schon in Wien im Schloss gezeigt. Genau, du hast keine Leute, die hier singen, oder? Nee, die singen hier nicht mehr, die haben schon gesungen. Genau. Also das ist schon in deinem ganzen Teil da drin. Ja, das ist schon aufgenommen. Das heißt, jetzt habe ich hier zum Beispiel mehrsilbige Chorsätze. Das ist immer auf jeden Fall, also es ist wie ein Keyboard spielen, aber mit Chor. Was singen die da? Die singen jetzt Arno so. Was ist das? Das ist Latein. Fantasiesprache, genau. Hammer, also man hat wirklich auch kein Wort, an dem ich irgendwas festmachen könnte, sondern genial. Genau. Das heißt, das sind Chorsequenzen. Das sind jetzt Chorsequenzen und die wurden sehr, sehr clever aufgenommen, dass man sie eben spielen kann, weil normalerweise kannst du das nicht spielen, weil dann jeder Ton, den du wechselst in der Harmonie, halt nicht mehr den Sprung macht, den er machen sollte. Das ist ein bisschen kompliziert zum Erklären, aber auf jeden Fall kann man sie einfach von Hand spielen. Und dann, wenn man jetzt diesen Teil hat, oder? Und dann antworten dann die Ladies oben. Das ist wie eine Kirche. Genau, ja. Und die setzen wir dann zusammen. Und ich habe hier schon mal den Satz vorbereitet, oder? Den Chorsatz vorbereitet und hübsche Perkussion drunter programmiert. Ich habe natürlich dann auch noch Streicher oben reingeschrieben. Das musst du mir gleich mal zeigen. Genau. Ja. Das ist dann schon der ganze Bogen. Es ist schon gigantisch. Jetzt sag mal, wie viele Spuren sind das, dass du jetzt haben, was wir jetzt hier haben, ich weiß es nicht auswendig, weil das sind... Sind das deine Spuren? Das sind alle Spuren. Das heißt, hier sind wir jetzt ungefähr bei 80. Oder sowas, ja. Dass es immer ganz schick ist, das ist eigentlich reiner Farbteppich. Das sind sehr tiefe Bässe. Oh, genau. Und die sind dann
nur drunter und geben einfach so einen Boden. Wenn du die alleine hörst, klingen die nicht spannend, aber wenn man sie weglässt, fehlt so der... Das fehlt, gell? Ja, ja. Und wie hörst du denn das? Hörst du das in deinen Bildern? Es ist so, wie wenn man ein Bild sieht vor Augen und der Maler beginnt dann irgendwo oben in einer Ecke mit Piano, mit Bleistift und malt das dann aus. Also so schreibe ich Musik. Ich und am das Schluss haben wir dann den ganzen Drachen. Und am Schluss haben wir dann den Drachen, genau. Und ich komme ja, ursprünglich bin ich Perkussionist gewesen und Schlagzeuger. Und ich weiß, du hast mir mal erzählt, das, aber alles was man trommeln kann, habe ich getrommelt. Das heißt, ich trommle hunderte von Layern übereinander, bis so eine Perkussion bei meinen Stücken dann drin ist. Aber das trommelst du selber jetzt? Das trommel ich selber, ja. Wo sind die Geräte dafür? Das sind Pads, die habe ich jetzt nicht gerade hier. Das sind Pads, wo du mit Stöcken drauf spielst und angetriggert werden Samples. Okay, aber du hast es physisch getrommelt. Du musst es physisch spielen. Zum Teil kannst du es auch auf dem Klavier auf einer Taste spielen. Und genau. Dann ist es da drin und dann kannst du es wie aus dem Baukasten nehmen. Und dann nehme ich die Spur für Spur auf. Also jetzt hörst du zum Beispiel meine Shaker und ein bisschen klein was. Und immer mehr, wenn ich da jede Spur dazu aufmache, dann kommen dann irgendwann meine Tiefen. Ah, ich sehe. Das reicht ja auch allein schon für die Meditation. Und das sind dann die ganz Tiefen unten noch die. Womit fängst du an? Fängst du mit diesen Rhythmen an? Jetzt in dem Fall wusste ich schon, was ich da haben will. Ja. Drunter. Und dann, da war ich bei diesem da und wusste einfach, ich will hier etwas orientalisch, die Drachen kann man ja zuordnen, wo man will auf der Erde. Und deshalb kann es musikalisch auch so wunderbar Multikulti sein. Und das war jetzt bei der Perkussionswahl. Also nochmal zum Erklären, es gibt zwei Wege. Gell? Der eine Weg ist, du gibst die Musik vor und ich komme dann mit der Sprache. Mhm. Oder der andere Weg ist, ich komme mit dem Text, also habe nur einen Rhythmus, komme mit dem Text und dann komponierst du um die Sprache, um den Text herum, die ganze Musik neu. Genau. In diesem Fall hattest du jetzt aber die Musik bereits als Bild in deinem schönen Kopf. Der Drache war jetzt eine Ausnahme, weil da kam wirklich die Musik zuerst. Was dann passiert ist, dann wusste ich plötzlich an dem Tag, wo wir zusammen auf Zoom saßen und über den Drachen gesprochen haben und ich wusste noch nicht, wie soll ich die Musik machen, hat es plötzlich gemacht, klick, tada, und dann kam einfach nur diese ganz simple Abfolge dieser Akkorde, wo ich einfach wusste, das ist für mich, da spüre ich gerade den großen, die Power von diesem Drachen. Und hier habe ich ja mein Studio, wo ich nicht aufnehme. Das heißt, alles, was wir eben so geniale Ideen haben, wie hier fehlt noch eine Stimme, muss man dann in ein Tonstudio gehen. Und dafür sind wir nach Wien gefahren. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit hin. Wir sind im Studio. Wo ist jetzt Vivian da drin? Jetzt haben wir hier Vivian auf Spur 78 gelegt. Genau. Und jetzt klingt die so. Und diese Phrase brauche ich dann mehrmals im Song. Das heißt, die kann dann immer wieder mal, wenn ich finde, jetzt ist Zeit für Vivian, platzieren wir sie im Song. Genau. Und dann ist irgendwann Zeit für Silke. Ja, genau. Dann ist irgendwann dann mal Zeit für Silke. Weil irgendwann, das habe ich jetzt verstanden, mit deinen 78 Spuren oder noch mehr, irgendwann kommt ja meine Stimme dazu. Genau. 70 Trilliarden Sterne. Eine 7 mit 22 Nullen. Das sind epische Größenordnungen, die unseren Verstand weit übersteigen. Kannst du dies unterscheiden? Wahrheit und Illusion.
Was passiert jetzt mit meiner Sprache oder mit meiner Stimme hier an diesem Platz? Also es gibt dann eine Zwischenphase, wo ich die Musik fertig um die Stimme baue. Das heißt, ich nehme eigentlich nicht einen fertig klingenden Silke-Track in meine Musik-Session, und weiß aber, wo du sprichst, oder platziere auch manchmal noch ganz fein, weißt du, feinjustieren, wenn ich merke, oh, da hat es einen hübschen Schlag, wo es noch schöner wäre, wenn es ein bisschen später kommt, also jetzt für eine fertig produzierte Meditation. Meinst du Schlag deine Musik? In der Musik, ja, genau. Dann würde ich das noch ein bisschen platzieren und dann wechsle ich aber dann zum Schluss Session. Und das können wir jetzt auch mal schnell machen. Der Atem geht ruhig und tief. Und dann weiß ich... Das klingt ziemlich scharf. He? Hier klingt es jetzt gerade scharf, weil, ja, wir jetzt, weil wir jetzt auf dem Master-Kanal fahren. Das hört man nie so auf Lautsprecher. Hinein in deinen Schoß. Genau. Und jetzt platziere ich eigentlich die finalen Schnipsel aus deiner Aufnahme. Das ist ja nicht die ganze Aufnahme, du hast die einzelnen Parts hast du rausgeschnipselt. Genau, die habe ich hier, die habe ich hier. Also da dazwischen sind Atma, weißt du, oder. Ja, genau. Und kannst du uns die Sequenz nochmal spielen hier? Im Anfang war das Licht. Im Anfang war das Licht. Und dieses Licht bist auch du. Du. Geht total tief bei mir, wenn ich das höre, weil wenn ich das spreche, habe ich ja noch diese Musik noch gar nicht da. Mhm. Ich habe ja nur den Rhythmus. Mhm. Und das ist gigantisch, wenn ich das nachher fertig von dir wieder zurückbekomme und ich höre das erste Mal den Text mit der Musik dazu. Das ist Hammer. Hammer, also touching, very touching. Das ist auch die Detailarbeit da drin, nicht zu sagen, wenn irgendwas nicht stimmt, bist du so lange dran, bis es stimmt. Genau. Perfektionist. Das muss man sein. Steinbock, Mond und Stier geboren. Ja, hey. Wieder einen im Kasten. Danke.